Ja. Das, also das laute Zischen, was eben gewesen ist, ist definitiv nicht normal. Jetzt passt wirklich mal der Spruch, Bentley, Mansory GT63, ich bin ruiniert. Holy shit! Ich glaube, ich muss zum ersten Mal ein Auto hochfahren, um hier überhaupt auf die Heuchelplatz zu kommen. Zack! Herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video. Ich bin mit meinem Bentley VAG GT63 Mansory bei Motorenzimmer. Hallo! Das ist jetzt eine neue Abwehr gegen ungebetene Gäste. Was ist hier los? Ach, jetzt dachte ich, komme da drum rum. Also erstmal ist kein Mercedes. Ja. Hast du schon mal ein generelles Problem? Ich habe gehört, da kannst du auch mal drüber gucken. Ja, du fährst auch privat zur VW. Dachte ich mir, okay, hole ich mir auch mal einen. Ja, wir schrauben hier nur Mercedes. Ist ja nach Feierabend, da kannst du ja vielleicht einmal gucken. Wie spät haben wir es denn? Ja, 18 Uhr. 18 Uhr. Aber dann auch wirklich privat, weil wirklich betrieblich machen wir rein nur Mercedes. Ja. Lukas hat heute schon, der filmt nämlich gerade, ja. Der hat einen Chrysler abgelehnt. Chrysler, was hat er drunter? Ein Mercedes-Motor. Wir machen einen Deal. Ich mach mal ganz kurz meinen betrieblichen Kram fertig und dann gucken wir uns in meiner Privatzeit dein Privatfahrzeug an. So, kann ich jetzt rein oder nicht? Ja, noch nicht so richtig. Der Wagen ist dreckig, Trockeneisstrahlgerät steht da. Ich würde sagen, wir machen den erstmal sauber. Der läuft doch auch nicht richtig, oder? Ja, das habe ich eben schon gehört. Also ein bisschen. Das ist irgendwie, pusten wir den mal sauber. Man kann die Motorhaube nicht öffnen, ohne die Tür zu öffnen, merke ich gerade. Junge, 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 Junge. Ja, was willst du die Motorhaube auch während der Fahrt öffnen? Ist doch klar. Ist die Frage, kriegst du eine Haube überhaupt auf? Zack. Jawohl. Hier am Bentley ziehen. Aber ich glaube, ich muss hier stehen bleiben, weil die Dämpfer haben gar keinen Bock. Was ist das denn? Was? Die hält die Haube nicht, oder was? Ja, das kennt man ja von meinem Fahrzeug. Ja, kennt man vom Bentley, ne? Ist ja peinlich, oder? Ja, hier stehen bleiben kannst du nicht, weil es laut ist, ne? Haben wir irgendwie so einen alten Holzstiel oder so, den wir dazwischen klemmen können? Junge, Junge, das geht hier aber eng zu, wa? Ich dachte schon bei unseren Projekten, wenn wir hier so einen G65 haben oder so, W12, Biturbo. Ganz richtig, Biturbo. Was hast du denn jetzt vor hier? Ich wollte das hier mit minus 71 Grad kalten Trockeneis. Willst du was in die Hand nehmen? Nee, danke. Deinen Motorraum sauber machen hier so. Das ist ja so Premium-like, weil, würdest du dich trauen, hier mit dem Motorreiniger reinzugehen? Nein, auf keinen Fall. Da hast du hinterher 1000 elektrische Fehler und genau das ist das Problem. Das haben wir ja bei unseren Spitzenautos ja auch. Ich traue mich da auch nicht mehr mit dem Motorreiniger reinzuhalten, weil hinterher hast du mehr Fehler als vorher. Und wenn wir jetzt hier irgendwas auseinanderbauen sollten, ich weiß ja noch gar nicht, was mich erwartet, oder auch nicht auseinanderbauen sollten, oder irgendwer baut das auseinander, dann muss das natürlich sauber sein. Weil sonst fällt dir der Schmutz hier ja ins Saugrohr rein. Und das würde für einen Folgeschaden sorgen. Deswegen habe ich mir mal dieses Gerät angeschafft und von dieser Methode halt total überzeugt. Aber jetzt, wenn das jetzt schmilzt, dann hinterlässt das doch auch Wasser. Ja, das ist ja Trockeneis. Das heißt ja Trockeneis. Guck mal, das ist einfach weg. Okay, das ist kein Wasser oder nee, was? Nee, genau. Ach so, das ist gebundenes CO2. Nee, die sind's. Ach, guck mal. Oh mein Gott. Das ist nur. Was? Das sind nur Fake-Schrauben. Was? Jawohl. Ich als alter Mansory-Kenner hier ist überhaupt gar kein Problem. Ja, da können wir noch mal reinhalten, würde ich sagen. Jetzt die Frage. Ja, das hier? Ja, genau. Ah, das ist aufgeklebt auf dem Luftfilterkasten, hätte ich gesagt. Hier, das ist noch gesteckt. Ey, dass du da so rangehst. Das hat einen Grund, warum ich bisher noch nichts gemacht habe an dem Wagen. Bei mir ist das Wichtigste erstmal auseinanderschrauben. Jetzt mal ernsthaft, ne? Ich bin ja hier wegen porösen Schläuchen. Also grundsätzlich werde ich gleich auch nochmal erklären, ein Unterdruckproblem höchstwahrscheinlich. Und wenn ich mir jetzt hier die... Hey, Lukas, halt mal drauf hier, Lukas, ne? Wenn ich mir die angucke, da sieht ja gar nichts porös aus. Aha, aha. Aber die haben mich auch schon vorgewarnt und gesagt, dass der Wagen keine volle Leistung hat. Da die Vorbesitzer aber sonst nur Ferrari fahren, dachte ich so, die haben keine Ahnung. Können das nicht, nein, das will ich nicht sagen, dass sie keine Ahnung haben, aber dass sie es einfach nicht abschätzen können, wie wenig 630 PS in so einer Karosse gehen. Weil es denken ja auch viele immer, so ein CL mit 387 PS, ne? Geht wie Rakete. Geht wie Hölle. 400 PS Sportwagen. Kompletter Trugschluss, ja. Ich habe hier auch schon mal einen Kunden weggeschickt mit seinem 3,5 Liter Diesel. Na, gar nicht mal, 3 Liter Diesel. Und habe gesagt, du musst mal gucken, fahr mal Leistung messen. Ich glaube, der hat nicht volle Leistung. Der hat ein Chip-Tuning drauf. Der stand ganz gut im Futter und ich habe mich einfach verschätzt. Ne? Also das geht auch mal schnell. Das passiert auch mal mir. Normalerweise hat der Wagen 630 PS bzw. 570 PS Serie. Und ich schätze mal, dass der unter 400 hat aktuell. Und da gibt es natürlich diverse Ansätze, wo man danach gucken kann. Aber bevor man anfängt, den ganzen Motor rauszuholen, nur um Turbo zu tauschen oder sowas, sollte man... Wer ist hier der Schrauber? Ja, ich schraube ja nicht. So. Ich bin ja nur der Schnacker. Ich erzähle ja nur, was jetzt noch gemacht wird. Um ehrlich zu sein, ich hatte bisher einfach keinen Bock da dran, weil ich echt Respekt habe. Frag mich gerade, ob die Pizza schon bestellt ist. Bestellt? Ja, guck mal. Und auf einmal nicht mehr so viel übrig hier vom Motor, ne?
Also ich bin ja auch immer so einer Luftmassenmesser. Lukas kennt es. Mhm. Wenn jetzt hier natürlich so ein Gewebeluftfilter drin ist und der Luftmassenmesser träge wird, und woran erkennen wir das? Wenn jetzt hier Öl schon im Luftmassenmesser wäre. Ne? Hier ist ja der Luftfilterkasten. Der kriegt von hier Außenluft, die wird hier angesaugt. Und hier ist der Luftmassen, also hier ist der, da ist da der Luftfilter drin, das gucken wir uns aber gleich noch an. Und der Luftmassenmesser misst im Prinzip, wie viel Luft im Motor reingeht. Und ist das hier schon verölt, dann sind die meist träge und dann defekt. Ne? Aber das sieht tatsächlich gut aus. Wie kommst du eigentlich nach Hause, sag mal? Kein Leihwagen. Ja. Ich kann ja jetzt nicht von Mansori absteigen. Ne? Der Bosch Luftmassenmesser, oder? Korrekt. Gut. Was du so alles weißt. Nee, warte mal, da steht VW drauf. Was steht denn da VW drauf? Hä? Das kann ja gar nicht sein. Hier, guck mal, da ist ein VW-Zeichen drauf hier. Ist der aus dem VW Audi? T5 oder was? Hä? Und immer noch kein Schlauch. So. Aber jetzt weiß ich auch, was du mit dreckigem Motor meinst, auf jeden Fall. Genau. Das ist jetzt, guck mal, hier fällt ja ein Klumpen Dreck rein. Oder das hat ja immer gleich schädigende Wirkung. Und wir verschließen das jetzt hier erstmal schön. Dann machen wir eine Tüte drüber und dann machen wir das hier erst nochmal schön sauber. Und aber bisher sieht das alles nicht schlecht aus. Also, wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Nein, wir nicht. Ich natürlich. Ich hätte den ganz gern noch abgesprüht, um zu gucken, ob er Saugrohrundichtigkeit hat, wovon wir ja ausgehen. Max seine Videos natürlich auch gesehen und wusste schon, dass wenn er hier auf dem Hof steht, was mir blüht. Mit Bremsenreiniger, damit er, genau, der wackelt. Das hast du schon gemacht. Nee, aber wollte ich nur noch mal sagen. Hat es keinen Bremsenreiniger? Ich habe das schon in den Kommentaren gesehen, dass Leute gesagt haben, mach das. Aber dieses Aggregat hat so eine Hitze, dass ich selber schon gesehen hätte, wie das nächste Video heißen würde, Bentley brennt ab. Bremsenreiniger. Deswegen, genau, habe ich das also schon abgesehen. Das macht man natürlich auch nicht, wenn man das überhaupt machen sollte, was natürlich hochgradig verboten ist. Deswegen machen wir das ja jetzt hier in meiner Privatzeit. Dann sollte man immer Kumpel hinter der Tür haben. Also Lebensversicherung für jeden Bentley-Fahrer. Nein, gar nicht wahr. Sollte man sowieso eigentlich immer griffbereit haben, wenn man an Fahrzeugen schraubt. Raus. Real, es ist doch so, wie es ist, oder nicht? Das passiert den Leuten doch da draußen auch, wenn sie an ihrem Bentley vor der Garage schrauben, oder? Luftfilterkästen habe ich wieder montiert, Luftmassenmesser sind angeschlossen. Ich würde sagen, du fährst jetzt mal rein und dann fangen wir mal mit dem professionellen Teil an. Ich glaube, ich bin zu breit für deine Brücke. Ja, komm, stopp und bitte laufen lassen. Das bockt mich schon so ein bisschen an. Weißt du, woran mich das echt erinnert? Na? So ein bisschen hier an den Werner-Film. Mit meinem Bentley, Baby, bin ich hier der Megastar. Das finde ich schon, ist schon beeindruckend. Auch, also der Motor läuft ja jetzt nicht richtig, aber der Klang und so, das ist schon... Ja. Boah, das ist schon gut. Ich muss auch sagen, mich hat es auch abgeholt. Ne? Ja, eigentlich M113K-Verfechter hier. Aber wenn ihr euch gefragt habt, was das hier ist, das verraten wir gerade. Das ist hier geheim. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben jetzt. Ne? Genau, erratet mal, was das ist. Da bin ich gespannt. Wenn wir jetzt hier irgendwo hinsprühen und der Motor verschluckt sich oder läuft ganz rumpelig unrund, dann haben wir an der Stelle die Undichtigkeit. Ich fange jetzt hier oben an. Nein. Da kann ja auch mal so eine Schraube undicht sein, ne? Oder so eine. Das ist nicht gut, ne? Keine Reaktion. Muss man vielleicht einen Moment ablüften lassen, dass zu viele Gase im Motorraum wären wirklich gefährlich. Wenn jetzt ein Funken kommt, dann könnte es schief gehen. Und deswegen muss man da immer so ein bisschen Zeit vergeben. Weil normalerweise ist das Ding so heiß, damit kannst du wirklich einen ganzen Bungalow heizen. Deswegen hast du den Ding gekauft. Ja, ja. Ja, Heizöl ist ein bisschen teurer geworden, ne? Ja, dann nimm mein Bentley zum Heizen, ist doch klar. Ich habe mein erstes Auto, was weder Kühlwasser noch Öl ins Kühlwasser verliert. Staubtrocken von uns. Wir haben ja nur Mercedes-Auslesmöglichkeiten per OBD. Wenn ich euch jetzt zeige, mit was ich das auslese, sag jetzt bei den Kommentaren. Natürlich zeigen wir das. Ah, ich muss noch mal was überkleben hier. Ich will keine Werbung machen. Ich dachte, jetzt kommt er mit so einem Bluetooth-Adapter für 6 Euro, so ein blauer, der blinkt bei so einem Android-Handy. Also, tatsächlich hat der mal 39 Euro gekostet und den habe ich auch privat gekauft. Ja? Und den habe ich schon so lange. Und das ist eigentlich ein ganz normales OBD2-Auslesegerät. Vor über 10 Jahren. Den stecken wir jetzt hier dran. Oh. Die Dose. Hier hinten zuckelt das irgendwie ein bisschen, oder? Hörst du es auch? Ich
weiß nicht, wie er vorher lief. Ah, verbunden ist er schon. Motor, Ignition Lamp, off. Hm. Keine Fehler. Das ist eine Seltenheit bei meinen Fahrzeugen. Ja gut, aber keine Fehler, nur Motorsteuergerät. Ne? Also keine abgasrelevanten Fehler, muss man jetzt sagen. Wir können uns einen Datenstream anzeigen und da können wir jetzt die Lambda-Sonden auswählen. Und da gucken wir jetzt erstmal, ob die Lambda-Sonden so überhaupt so ungefähr das machen, was sie machen sollen. Hier sind wir bei 2,3, das ist auch ein guter Wert. Das ist der Langzeit-Fuel-Trim. Hm. Das ist die Drehzahl, die auch echt niedrig ist tatsächlich. Ansauglufttemperatur passt schon mal. Hier haben wir den ersten Abgassensor. Rate halte ich für fast ein bisschen gering. Ja, das ist vom Luftmassenmesser ein Wert. Das könnte schon ein erster Hinweis sein. Die erste Drosselklappe, 12%, kommt mir fast ein bisschen viel vor. Jetzt können wir hier erstmal zurückgehen und dann gucken wir erstmal weiter, ob wir da noch was anderes finden. Guck mal, 3 Motorsteuergeräte. Was? Ja, ECU1, ECU2, ECU3. Das macht man wahrscheinlich aus dem Grunde, jetzt haltet euch fest, darf ich das jetzt sagen? Also es ist eine Vermutung. Ich persönlich, Jean-Pierre Zimmer, sage, das sind vielleicht 3 Volkswagen-Steuergeräte von einem Vierzylinder. Das wird, nee. Ja, wird bei Mehrzylinderfahrzeugen sehr gerne gemacht. Weil, naja, bei 12-Zylinderfahrzeugen hat man meist 2 Steuergeräte. Ja, guck mal, was das für ein Aggregat ist. Was hat das Ding an Hubraum? 6 Liter? Ja. Schon ganz männlich, ne? Weil wir haben jetzt nochmal fast die gleichen Werte. Bisschen langsam das Gerät. Ist ja schon, wie gesagt, ist ja schon lange in Rente. Auch 2,3, das hatten wir eben ansatzweise auch. Da hatten wir 12. Das sieht soweit fast gut aus, ne? Gucken wir jetzt mal das dritte Steuergerät uns an. Eine kurze Frage. Er ist mir jetzt 7-mal während der Fahrt ausgegangen. Warum legt er da keinen Fehler ab? Mansori ist ja jetzt unbedingt, ist ja auch eigentlich ein Tuner. Ja. So, und jetzt weiß man natürlich nicht, hat da vielleicht einer hinterher oder vorher oder Mansori selber schon eine Software drauf gemacht? Da ist eine Software drauf. Also das ist ein GT63 und die haben halt eine Leistungssteigerung von 570 auf 630. Genau das würde ich vermuten. Und manchmal ist es halt so, das habe ich ja bei uns auf dem Kanal auch schon mal erklärt, da gibt es auch ein Video zu mit einem Motorschaden tatsächlich. Also nicht so ein Auto, sondern ein Sechszylinder. Ja, manchmal werden ja auch mehr Werte beim Chiptuning manipuliert, wo das Motorsteuergerät dann keinen Alarm schlägt vorm Tod. Ne? Und das ist immer genau das Gefährliche, weil wenn die Lampe nicht angeht und der läuft ja schon schlecht, dann sollte man echt vorsichtig sein. Ja, schlecht ist gar kein Ausdruck. Ja gut, wenn er ausgeht, ist nicht gut. Ne? Finale Suche hier mit unserem kleinen Auslesegerät hat praktisch gar nichts ergeben. Das macht die Sache wirklich nicht einfacher. Das müsste man überlegen und ich weiß auch gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man jetzt einmal eine Runde fährt, damit ich einmal dieses Ausgehen oder Abbocken einmal fühle. Es kann natürlich auch sein, dass immer noch Luftmassenmesser ist. Das ist jetzt schwer damit zu kontrollieren. Oder dass es ein einbrechender Kraftstoffdruck ist. Dass ein Kraftstofffilter dicht ist oder so. Man muss ja überlegen, was hat er jetzt gelaufen, wie viel? 60. Gut, 60.000 Kilometer, da ist natürlich schon eine ganze Menge Kraftstoff durchgegangen. Also eine große Menge Kraftstoff. Gerade bei dem Gefährt, ja. Und jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie wurde er in der Vergangenheit getankt. Ne? Nicht, dass da mal ein Tankfilter dicht ist oder dass eine Pumpe da aussetzt. Ne, der kann ja auch 2 oder 3 oder 4 Pumpen haben. Ja. Ich wasche mir mal kurz die Hände und dann fahren wir mal mit dem. Ich muss sowieso noch ein bisschen spezieller einsteigen. Meine Tür rechts ist gerade komplett hier auf dem Hof komplett kaputt. Das ist ein Scherz. Nee, wirklich. Ich muss da jetzt durch. Nee, wirklich. Nein. Doch, und du kriegst sie auch nicht von innen auf und von außen auch nicht. Der Seilzug außen ist komplett rausgerissen. Der war doch heute Nacht einer in Hamburg bei, oder? Also ich sag mal so, heute Morgen bin ich aufgestanden, war komplett happy, dachte so, komm, Zimmer regelt, ich fahre jetzt hier auch ganz entspannt hin. Easy Content, ne? Lukas, easy Content, oder? Ja. Man muss ja nur daneben stehen und Katastrophe sagen. Katastrophe. Und jetzt, ich habe das Gefühl wirklich, so von Hero to Zero gerade. Hier nochmal, ne? Das belastet mich. Das, also muss ich ganz ehrlich sagen. Motor geht aus und so, da bin ich gechillt, aber so gut. Ja, ich bin ja privat unterwegs, ne? Ja, da brauchst du keinen Lenkradschutz, alles ich gut. Ich wollte gerade sagen. Oi, wie sitzt du denn hier drin? Ja, nee, ich habe den gerade nach hinten gefahren, damit ich überhaupt einsteigen kann. Hoch, ne? Was ist denn jetzt schon? Ich setze mich nur rein, dann gehen bei dir die Lampen an. Ja, das ist so eine Bentley-Krankheit mit den Reifendrucksensoren. Die muss man irgendwie speziell anlernen lassen. Aha. Ja, und das Bremslicht angeblich. Es leuchtet aber alles. Aha. Elektrische Anbremslicht, ja. Ja, ich muss das mit den, ja. Dass ich an die Pedalerie drankomme hier. Ah, Park Distance Control geht auch nicht, oder? Nee, das ist ein bisschen dreckig. Wie ist das hier so mit Kamera? Gibt's nicht. Also, weißt du.
Ich bin echt mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir es provoziert bekommen, dass er ausgeht. Vielleicht schon. Ich habe das Gefühl, es am allermeisten geht er dann aus, wenn er nicht damit rechnet. Wenn man zum Beispiel gerade eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde geschlichen ist und dann auf einmal einfach Leistung abruft und dann wieder abrupt vom Gas runtergeht, dann geht er aus. Zwei Punkte. Leistung merkst du hundertprozentig, dass das nicht 630 PS sind. Bin ich vorgestern mit Eiko gefahren. Da haben wir auf manuell gemacht, im dritten Gang, ja, und haben Leistung abgerufen ab 2000 Umdrehungen. Und bei ungefähr 3500 Umdrehungen hat er vorne ein sehr zischendes Furzgeräusch gemacht, was laut Eiko definitiv keine Ladeluft ist. Mhm. Warum nicht keine Ladeluft? Weil er dann pfeifen würde die ganze Zeit. Oder? Aber wenn jetzt, das ist also, der Ansatz ist sehr guter und da bringst du mich oder du hilfst mir ja jetzt auch gerade. Jetzt überleg mal, es ist eine große Schelle vom Ladeluftkühler ab. Und ja, da geht eine das große, würde dann, das würde genau, dann würde es aber auch nicht zischen. Nicht unbedingt. Und das würde dafür sprechen. Also ich habe mir ja gesagt, der zieht keine Nebenluft am Motor. Aber er kann ja Nebenluft vorne an der Stoßstange ziehen. Weil das würde auch erklären, warum die Luftmassenmesser so wenig gerade messen. Ja, okay. Ah, ja. Das können wir mal im Auge behalten. Ne? Aber untenrum jetzt so im ersten Moment finde ich das sehr erhaben und gut. Ja. So, das war jetzt bis 100. Das waren so 250, 300 PS, oder? Vielleicht 350 sein. Aber von dem anderen. Und jetzt schaltet er auch schlecht. Also das spricht schon irgendwie dafür, dass irgendein Wert nicht passt. Ne? Wenn er jetzt in manuell ist, schaltet er nicht runter. Ne? Das heißt, können wir doch. Außer du gehst in Kickdown. Okay. Alles klar. Lenkrad wippen. Hier. Ganz außen. Nee, hier. Ach du grüne Neune, nicht am Lenkrad. Nee. Das ist wie Lambo, ne? Das ist der gleiche Konzern, ne? Ja. So, gucken wir mal. Jetzt massieren wir da mal so ein bisschen drauf rum. Dann hat man auch das Gefühl, dass er nicht auf allen Zylindern läuft, wenn er so Gas annimmt. So ja, er stottert so ein bisschen, ne? Ja. Ja. Ist mir auch heute auf der Autobahn schon aufgefallen. Also wir wollen jetzt nicht drauf rumtrampeln, darum geht es das nicht. Es geht einfach mal darum, dass ich einfach mal fühle, welches Problem könnte dieser Wagen wirklich haben. Das ist auch nicht so richtig. Man muss hier überlegen, das sind zwei VR6 Motoren. Jetzt ruckelt er auch, ja. Hast du den Turbo gehört? Ja. Ja, aber das ist normal. Das ist normal für ein Bentley. In der Lautstärke. Klar. Ja? Doch, okay. Das möchte ich schon mal. Hast du zwischen gehört? Ja, auf jeden Fall. Die Kamera hat safe nicht gehört, aber es klang echt. Doch. Wir sollten echt mal wirklich die Ladeluftverrohrung, von der wir noch gar nichts gesehen haben, sollten wir mal überprüfen. Jetzt ist es auch echt unrund, ne? Da war es wieder. Also ich muss halt sagen, ich habe den Motor nicht so gekitzelt bisher, weil ich halt extrem Angst hatte, dass er irgendwie zu mager läuft oder sowas. Ne? Ja, also ist auch lange Strecken bzw. längere Belastungen sind da ein echtes Problem, weil dann entstehen lange Zeit hohe Temperaturen und die können zu einem Defekt führen. Wenn man jetzt mal so kurz das massiert, da kann es eigentlich nicht zu Übertemperaturen kommen. Ja. Das laute Zischen, was eben gewesen ist, ist definitiv nicht normal. Erinnert mich sehr an Eikos CLS. Der hat bei seinem Luftfahrwerk, wenn die sich absetzt, genau, hat er den Filter, ja, hat er einfach einen Benzinfilter oben drauf gemacht, sodass der abzischt einfach direkt. Genauso klingt das. Aber man merkt auch gar nicht richtig was von den Turboladern. Nee. Er fährt ja tatsächlich fast wie ein Sauger. Da baut sich gar kein Druck auf. Okay, also wir fahren zurück zur Werkstatt und dann wird hoffentlich die Pizza da sein. Dann essen wir erst Pizza und dann ist der Wagen ein bisschen abgekühlt und dann gucken wir mal, wo der Fehler zu finden ist. Ich sagte jetzt schon, wir können eine Stunde Pizza essen, da ist nichts abgekühlt. Ja, haben wir wenigstens Pizza gegessen. Ja, aber das Ding ist echt, das ist so heftig. Hast du so eine Pistole da? So eine Temperaturpistole? Selbstverständlich. Ja, da ist beim Motorenzimmer. Die müssen wir echt mal draufhalten auf das Aggregat nach dem Pizza-Essen. Pass auf, ich habe noch was viel geileres. Eine Wärmebildkamera. Das wird geil. Habe ich noch nie benutzt. Das wird richtig heftig bei dem Motor, ja. Also wirklich. Okay, und los. Sagt mir Max gerade, du musst den Wagenhebermodus einschalten, um Gottes Willen. Ja, ich habe halt ein paar Anleitungen von Bentley geschickt bekommen. Und da steht, dass man das unbedingt machen muss, weil... Sonst die Luftbälge wahrscheinlich überfüllt werden oder irgendwie, ja, platzen können. Irgendwie sowas. Und Schaden nehmen können, ja. Gut, dass man das bei Mercedes nicht braucht. Wenn wir das nicht machen, stößt die Niveauregulierung die gesamte Luft aus. Einstellen des Wagenhebermodus. Oh Mann.
VAG. Also hoffentlich gibt es jetzt hier keine übelste Zischparty. So, mal gucken, was passiert. Ja. Du hast das ja alles eingestellt. Ja, ich hoffe. Oh, das knackt schon so komisch. Wir hatten den tatsächlich auch wirklich noch gar nicht auf der Bühne. Ich musste ja eben gerade echt feststellen, ich habe das ja so mit ganz gerade im Kopf durchgegangen, wo ihr da probiert habt, die Anleitung zu lesen. Ich glaube ja wirklich, die Fahrzeuge suchen sich den Besitzer aus. Also wenn schon, denn schon, sagt man, ne? Das ist tatsächlich nicht mal der erste, sondern der zweite GT63, den wir geholt haben. Irgendwie passt das Auto zu dir. Ich glaube, so ein bisschen Mercedes CL ist hier auch drin, oder? Auf jeden Fall. Von den Fehlern her ist das genau dein Auto. Das ist unglaublich. So die Türen, da gibt es Probleme, Elektronik, Motorleistung ist nicht... Also irgendwie hat man das schon mal... Hast du das alles schon mal gehabt? Nur, dass ausnahmsweise der Simmerweg zwischen Motor und Getriebe dicht ist. So viel habe ich nämlich schon gecheckt. Hast du Armin schon angerufen und hast gefragt, ob er da auf einer Gasanlage... Lange nicht mehr gesehen, ist alles gut? Kann er tatsächlich, wirklich. Aber drüber geredet haben wir noch nicht. Ich glaube, er nimmt dann auch zwei Gasanlagen Steuergeräte tatsächlich. Ja, das kann sein. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir den jetzt hochheben, was da so zum Vorschein kommt. Oh, was ist denn hier los? Wird ja um die Bogenverkleidung. Ja. Stockholm, Japan, Hamburg, verloren gegangen. Ja, aber Kühlflüssigkeitsverlust ist hier auch schon öfter mal ein Thema gewesen, oder? Ja, das habe ich halt auch schon fast vermutet. Ich möchte es auch eigentlich gar nicht ansprechen, wenn man ihn abstellt, dann macht es manchmal so. Okay. Jetzt würde Wasser. Aber du hast mir eben da draußen erzählt, der verliert kein Öl. Ja, weil man es nicht sieht, weil es vorher verdampft, das Wasser. Ach so. Aber da, ich sag mal so, solange ich nichts nachfüllen muss, ist das von dem zukünftigen Max. So, aber wir haben gesagt eben Ladeluftkühler. Das heißt, wir vermuten, dass ja irgendwo die Ladeluft abgepustet wird. Das ist ein Ladeluftschlauch und das ist ein Ladeluftschlauch. Die Schelle sitzt, der Kai Rippenriemen sieht. Vollkatastrophe aus, weil, guckt euch das an hier. Oh. Gut, aber wie gesagt, das soll jetzt nicht das Oberproblem sein. Wir gucken aber jetzt guck mal, die Schellen hier, die sitzen. Ja, das ist eine sitzende Schelle hier. Ja, das ist so? Eine Federschelle. Guck mal, da ist eine Feder unten drunter. Ach so. Und hier haben wir auch noch eine und die sitzt auch. Jetzt wird es natürlich, die Luft wird dünner. Weil tatsächlich ist es so, dass wir ja auch immer echt nur eine Hälfte sehen. Da oben sitzt der Schlauch auch. Und das ist ja wirklich massiv. Also, ich meine, es kann ja auch mal sein, dass so ein Ladeluftkühler kaputt ist. Normalerweise sieht man ja so einen Ölnebel, wenn so eine Schelle weggeflogen ist. Und jetzt muss man natürlich auch ganz fairerweise sagen, ich weiß natürlich auch nicht, wie sich so ein Auto wirklich anhören muss. Den Turbolader auf dieser Seite hier überhaupt zu finden, das ist schon, beziehungsweise wirklich zu sehen. Man weiß ja, wo er ist, aber das ist schon wirklich spannend. Ne? Also hier ist der Turbolader drüber und ja, man sieht fast gar nichts von. Ne? Wahrscheinlich müsste man da ein bisschen tiefgründiger gucken. Ne? Das ist jetzt echt nicht für mal so nach Feierabend hier. Ich meine, dass beide Luftmassenmesser-Sensoren jetzt beide direkt so verschlissen sind. Puh. Kann man die nicht reinigen, die Sensoren? Nein. Vor Reinigen halten wir hier nichts. Und dann ein Originalteil. Ne? Also bei so einem Motor hier nicht irgendwie was von Rudis Resterampe oder so. Nichts gegen Rudi, aber ein Originalteil nehmen. 6 Monate so fahren und verkaufen. Das will ich machen. Sage ich dir in die Kamera, wie es ist. Also Stand der Dinge ist tatsächlich so, es ist nichts Offensichtliches. Die Ladeluftschläuche, die sieht man ja hier oben auch schon, die kommen ja bei der Drosselklappe an. Die sehen alle gut aus. Es sieht insgesamt erstmal so alles gut aus. Von porösen Schläuchen sehe ich hier rein absolut überhaupt nichts. Bisschen Kühlflüssigkeitsverlust hat er mal wohl gehabt. Nichts Frisches, also getrocknete Kühlflüssigkeit. Sonst, es sieht auch total unverbastelt aus, total roh. Ne? Hier sind keine Klipse abgebrochen, hier sind keine Halter abgebrochen. Das sieht alles echt unglaublich gut aus. Fakt ist aber immer noch, der Luftmassenmesserwert ist sehr gering. Die Gasannahme ist keine richtige. Die Leistungsentfaltung... Wollen wir das vielleicht einmal sagen, dass wir 2 Gramm hatten? Genau, 2 Gramm. Und ich meine, das müsste wirklich so mindestens bei 8 bis 15 Gramm liegen, Stand, ja, die der Luftmassenmesser misst. Das deutet eigentlich schon auf eine sehr große Undichtigkeit oder ein großes Fehlverhalten, aber gleichmäßig hin. Das ist das, was mich wundert. Wenn jetzt die Luftmassenmesser, die werden ja eigentlich schon minimal unterschiedlich verschlissen, aber Unterschiede sehen wir ja jetzt nicht wirklich. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal Luftfilterkästen ab, gucken da nochmal hin. Ich habe eben gerade auch mit unserem Endoskop schon mal in ein paar Ecken reingeleuchtet. Aber das sieht alles gut aus, wirklich. Wenn ich nicht wüsste, wie der Wagen läuft und was der für Probleme macht und dass der ausgeht und sonst was, ich von dem Zustand an sich wirklich mit Abstand am besten aus von meinen gesamten Fahrzeugen, die ich jemals hatte. Also das sieht wirklich gut aus. Die 60.000 kaufe ich ihm eigentlich auch. Ja, wir haben das eben gerade hier gesehen. Das Einzige, was man sieht, sind so Kabelummantlungen. Aber das ist Standard, ne? Das löst sich hier halt dann doch schon deutlich auf. Aber das ist ja nicht unser Problem, ne? Die
Wir brauchen ja irgendwo eine Undichtigkeit im Bereich Turboladeransteuerung, dass die Ladedruckregeldosen, dass die eventuell nicht richtig angesteuert werden. Ohne Vorgaben und sowas ist natürlich echt schwer, ne? Weil das ist echt nichts, was man so gut einsehen kann, wofür hier welcher Schlauch ist. Und wenn man das nicht kennt, dann ist das schon echt großes Kino. Ne? Wir können jetzt hier mal ein, zwei Schläuche abmachen. Und dann können wir mal unsere Unterdruckpumpe da dran setzen. Und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwo generell was hören, dass irgendwo was zischt. Und ja, viel mehr können wir dann auch gar nicht mehr machen. Dann sind auch mir da tatsächlich mal ohne Vorgaben die Hände gebunden. Und Erfahrung habe ich bei diesem Motor echt mal keine. Hier sind ja die ganzen Unterdruckverbindungen und... Naja, das geht da runter, das geht zum Motor. Das hier, Jet, sind übrigens die Verbindungen, die gerne mal undicht werden, ne? Weil das hier Plastik ist. Ja, aber die sehen alle noch... Fühlt sich grundsolide. Die sind eigentlich noch alle am Start. Oh, hier, guck mal. Da. Hier sind schon die ersten Risse. Was ist das? Entlüftung? Saugrohr. Das ist Saugrohr, das ist Unterdruck. Und hier ist es schon deutlich gerissen. Ne? Sagtest du nicht irgendwie, die haben ganz gerne Probleme mit den Leitungen, die nach unten hingehen und da muss man einen Motor ausbauen? Das wäre ja, wir müssten vielleicht mal die Gegenseite dazu suchen. Also das ist hier, wie gesagt, das haben wir abgesprüht. Ne? Also hier siehst du noch, das ist nicht schön, aber das kann man sich jetzt ganz einfach behelfen. Ne? Da macht man jetzt hier einen Schlauch drauf, setzt den darüber. Das ist aber auch nicht unsere Undichtigkeit. Das ist zwar nicht schön, aber das ist nicht unsere Undichtigkeit. Guck mal hier rum mit der Kamera, wo die Schläuche verschwinden. Einfach tschüss im Nirvana. Ja, einfach weg. Wir gehen wirklich einfach so straight nach unten. Ja, übers Lenkgetriebe weg. Ja? Das sind genau die Dinger, die ich im Montags-Scheiß-Update-Video meinte. Hätte ich echt gesagt, dass die zum Bremskraftverstärker tatsächlich gehen. Das heißt, die Undichtigkeit, aber das, ganz ehrlich, das muss ja so eine massive Undichtigkeit sein, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Weil hier ist ja so eine Leitung ankommt. Guck, hier ist das Gegenstück. Da, an der Stelle. Mhm. Das geht da im Bremskraftverstärker rein. Also jetzt mal ganz stumpf gesagt, ich könnte auch einfach von da nach da einen Schlauch legen und müsste nicht den Motor rausholen. Ja, gut, das ist der eine, ne? Da gehen ja zwei weg. So, zwei Bremskraftverstärker hat so ein Auto auch nicht. Nur weil es 12 Zylinder hat, hast du ja nicht zwei Bremskraftverstärker. Bremse hast du ja nur eine. Es ist so viel Kram hier und so wir, wenn ich nicht weiß, wo das über dem Lenkgetriebe ist, der weg. Das heißt, das könnten wir nochmal endoskopieren. Weil da können wir mit dem Endoskop können wir ja locker hingucken. Und da sind schon ein paar Unterdruckleitungen, die sind schon da so ein bisschen tricky, ne? Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier mal diesen Schlauch ab und dann setzen wir mal unsere Unterdruckpumpe da drauf. So, das ist unsere Mercedes Unterdruckpumpe. Da passt zwar die Skala nicht mehr richtig, aber wenn ich das zuhalte, dann baut sich ein Unterdruck auf. So können wir das Ganze prüfen. Jetzt haben wir diese Leitung hier abgezogen und prüfen jetzt, ob wir einen Unterdruck reinziehen können. Und? Das ist nicht der Fall, weil theoretisch müsste das... Ich weiß zwar nicht genau, wo es hingeht, aber das ist ja da unten weg. Müsste das Unterdruck dicht sein, je nachdem. Weil das geht zum Motor. Da ist ja ein Pfeil drauf. Motor. Da sollte Unterdruck sein. Wir machen das mal rückwärts. Wir pusten da mal vorsichtig rein. Vielleicht hören wir es zischen. In der Gefahr, dass irgendwo was abspringt. Aber es ist eh undicht. Müssen wir ganz vorsichtig machen. Weil wenn da jetzt was abspringt, dann muss ich den Motor ausbauen. Oh, bitte springt was ab. Bentley Hamburg 6000 netto. Nee, 5000 netto. Motor ein- und wieder ausbauen, ohne was dran zu machen. Finde ich für Bentley gar nicht so teuer. So, also das gleiche Spiel. Jo. Ja, der da unten. Zischt das ja so raus. Ja. Scheiße, das ist... Also das ist wirklich eine Undichtigkeit. Ey. Psst, psst, psst. So da, die Richtung. Wollen wir uns nicht runterstellen und mal gucken, wie es so rauskommt? Ja. Oh, ist das Video etwa schon zu Ende? Wie schade. Wenn auch du wissen willst, ob die Nachtschicht von Maximilian und Pierre mit einem Motorausbau endet, lass jetzt gerne auf beiden Kanälen ein Abo da. Bei 25.000 Likes auf diesem Video geht direkt der nächste Teil online. Versprochen. Also ab in die Likes und auch einen Kommentar da lassen. Bis dann!